Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Samstag, der 25.06.2022. Wir haben 7.30 Uhr und ich bin mal wieder in meinem geliebten Hürtgenwald unterwegs. Also heute mal wieder ein Heimspiel. Jo, 2,5 Monate, glaube ich, ist es her, dass mein letztes Video auf dem Kanal online ging. Ja, und in der Zwischenzeit hat sich tatsächlich nicht viel getan. Ich hatte keine Zeit zu wandern, aus verschiedenen Gründen. Aber heute bin ich endlich mal wieder unterwegs. Die Tour wird ungeplant sein, also ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich laufe einfach drauf los. Grobe Richtung wird erstmal so Richtung Raffelsbrand drauf sein. Und dann will ich mich mal ins Kalltal runterschlagen. Und dann so Richtung Düren runter, mal gucken. Schauen wir mal, wie weit es heute wird, wie viel Videomaterial zusammenkommt. Kann sein, dass das jetzt hier eine halbe Stunde Film wird, kann aber auch sein, nur eine Viertelstunde. Ich setze mich da heute mal gar nicht unter Druck. Ja, das nächste Video ist auch schon in Planung. Und zwar, ach nee, da erzähle ich einfach nachher mal ein bisschen drüber. Jetzt geht es erstmal durch den Hürtgenwald. Ja, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Boah, ich bin voll, es ist jetzt schon warm. Es ist jetzt schon schwülwarm. 7.30 Uhr im Wald. Und hier läuft die Brühe schon runter. Naja, da weiß man auch wenigstens, was man getan hat. Ne? Ja gut, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich und erzähle mal so ein bisschen, was ich geplant habe in meinem nächsten Video. Also, ja, und zwar ist es so, dass ich jetzt erfreulicherweise Urlaub habe. Und nächste Woche dann auch endlich mal wieder ein bisschen in die Ferne schweifen werde. Zwar innerhalb Deutschlands, aber sehr, Hauptsache mal rauskommen. Und zwar geht's nach Bayern, ins Voralpenland. Und da habe ich mir gedacht, Bayern, Voralpenland, da bin ich auch schon öfters gewesen. Da gibt es halt wunderschöne Panorama-Möglichkeiten, also zu filmen halt, ne? Und da könnte ich ja vielleicht mal ein Panorama-Video auch machen, ein Landschaftsvideo. Also nicht irgendwie ein kommentiertes Wandervideo, sondern einfach mal so was Neues mal ausprobieren. Das ist natürlich auch immer stark wetterabhängig, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, was für Möglichkeiten sich da bieten. Aber es sind definitiv da unten auch so ein paar Touren geplant. Und wenn es da schöne Panoramen gibt, dann kann man die ja mal auf Video festhalten. Und das Ganze dann mal als unkommentiertes Video so machen halt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Was da an Material zusammenkommt, schauen. Jo, das wird so mein nächstes Projekt sein. Ich hoffe, dass der Wettergott da unten mitspielt. Denn wenn natürlich nur regnet, dann, ja, dann brauche ich auch nichts filmen, ist klar. Aber ja, mal schauen. Ja, nächste Woche geht's dann los. Wenn ich das Material alles so zusammentragen über den gesamten Urlaub und dann, wenn ich wieder hier bin, das Ganze dann zum schönen Filmchen zusammengeschnitten irgendwie. Ja, da werde ich euch auch nichts erzählen, vielleicht so ein kurzes Intro oder so, mal gucken. Und ansonsten hatte ich vor, viel mit Texttafeln zu arbeiten. Ja, einfach mal schauen, was kommt. Also lasst euch überraschen. Ja, ja, und dann vielleicht noch ganz kurz. Für die Technik-Freaks, da sitzt eine Fliege auf der Linse. Für die Technik-Freaks, ich filme heute, ich weiß gar nicht, ob das auffällt, ich filme heute mal nur in 1080p, also in Full HD, weil ich einfach mal ausprobieren will, ob das für YouTube jetzt einen großen Unterschied macht. Mal gucken, wie das Footage nachher ist. Und könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das Material so in 1080p gefällt. Weil es ist natürlich auch, ja, es bietet natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn du in 1080p filmst, ne? Es ist schneller verarbeitet, das Material, es ist schneller hochgeladen, gerendert und so weiter. Also bei 4K, da dauert das natürlich immer ewig. Ich erhoffe mir einfach in 1080p so ein bisschen Zeitersparnis, Speicherersparnis, ist ja überhaupt keine Rede, ist klar. Ne? Aber wenn das Material am Ende natürlich scheiße aussieht, ja, dann wird das jetzt hier das erste und auch das letzte Video in 1080p sein. Also, ja, sagt mir einfach mal,
das für euch so okay ist oder ihr euch doch lieber 4K wünscht. Die Drohne habe ich auch dabei. Ob ich die heute fliegen lasse, ihr wisst es, wie immer. Ich weiß es nicht, mal gucken. Ja. Achso, und ist natürlich klar, mein Panorama-Video aus Bayern wird natürlich in 4K sein, ne? Das ist klar. Also das soll ja dann auch, es soll natürlich auch für mich so ein bisschen als Erinnerungsvideo dienen dann, ne? Wo man sich immer mal wieder an diesen Urlaub zurückerinnert. Und von daher da natürlich in bestmöglicher Qualität, ne? Aber hier jetzt heute mal Full HD. Ja, mal gucken. Premiere. Wer von euch hasst Bremsen genauso wie ich? Vermutlich alle, oder? Boah, was hat sich die Natur eigentlich dabei gedacht, so widerliche kleine zu erschaffen? Na, ihr wisst, was ich sagen will. Boah, schleichen sich an, merkst du ja nicht und zack, wenn es weh tut, da ist es schon zu spät. So widerliche kleine, ne, und so weiter. Tja Leute, ohne Mist, das Ding hier heißt Brandenburger Tor, Kilometer 13. Hat natürlich nichts mit dem Brandenburger Tor in Berlin zu tun, ist klar. Telefon. Tja Leute, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ich weiß es nicht. Ich fühle mich überhaupt nicht gut. Mir ist speiübel.
Und mein Kreislauf, der hängt auch ziemlich im Keller. Ich weiß ja nicht, was los ist. Ja, ich werde mal gucken, ob jetzt gleich irgendwo eine Bank kommt. Dann werde ich mich mal einen Moment niederlassen. Werde ja ein bisschen Koffein mal zu mir nehmen. Vielleicht einen Energieriegel essen, wenn mir danach ist. Und auf jeden Fall ein bisschen Salz auch zu mir nehmen. Also ich habe mir wieder so eine Kapsel mit Salz gemacht. Das soll ja Wunder wirken. Vielleicht hilft mir das ja. Aber wenn nicht, dann werde ich mit Sicherheit auch, also wenn es danach nicht irgendwann besser wird, werde ich die Tour natürlich auch abbrechen, weil das hat dann einfach keinen Zweck. Ne? Man muss ja nichts erzwingen. Ich will noch 20 Kilometer auf jeden Fall voll kriegen, weil alles, was unter 20 Kilometer ist, ist für mich ja keine Wanderung. Und dann muss ich mal gucken. Also, wie gesagt, wenn es nicht besser wird, werde ich abbrechen. Ist egal. Das ist jedem schon mal passiert und man kann halt nichts erzwingen. Ja, mal gucken. So, jetzt geht's auf Obermaubach drauf zu. Hab jetzt 20 Kilometer und hier hinten war jetzt eben so eine schöne Bank. Da habe ich jetzt bestimmt mal eine Dreiviertelstunde einfach nur gesessen. Das hat so gut getan. Hab dann mal ein bisschen Salz eingeschmissen, eine Cola getrunken, Kaffee getrunken und noch einen Energieriegel gegessen. Und jetzt muss ich mal gucken, was noch geht. Also fest steht, ich werde heute keine Bäume ausreißen, das irgendwie... Irgendwie ist heute nicht mein Tag, aber das hat man halt schon mal, ne? Ich denke mal, ich werde jetzt noch irgendwie bis Kreuzau laufen, unten schön an der Ruhr vorbei und dann ist gut für heute. Werde dann vielleicht 25 Kilometer haben oder so, das ist natürlich alles andere als rekordverdächtig, aber ja, mein Gott, wenn es halt scheiße läuft, dann läuft es scheiße, ne? Die nächste große, richtig fette Wanderung wird bestimmt wieder kommen irgendwann. So, bis dahin tut es das eben auch mal. Gut, ich melde mich später nochmal. So, da haben wir gerade noch mal das Staubecken in Obermaubach gesehen. Jetzt steuere ich Kreuzau an und da wird die Tour für heute dann auch beendet sein. Das sind dann leider nur magere, ja, 25, 26 Kilometer sowas. Aber mehr ist heute einfach nicht drin. Da muss man sich dann auch mal eingestehen, wenn es nicht klappt, wenn man sich nicht gut fühlt, dann sollte man es auch sein lassen. Ne? Ja. Das Video beende ich ja an der Stelle jetzt schon mal. Ich denke, bis Kreuzau sind jetzt noch so 3, 4, vielleicht auch 5 Kilometer. Genaue Kilometerzahl der Tour heute schreibe ich dann in die Videobeschreibung rein oder im Titel. Mal gucken. Ja, dann bleibt mir nur
mich bei euch zu bedanken fürs Zugucken. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich auf das Panorama-Video aus Bayern. Ich bin jedenfalls gespannt, ob was Gutes dabei rumkommt. Naja, also in diesem Sinne, macht's gut, bis dann. Ciao.